Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Review. Ja, heute geht es um die neue 405er Lever Action Rifle. Diese schöne und klassische Waffe kostet 600 EM-Dollar und liegt damit im Mittelfeld vom Preis her. Mit dieser neuen Waffe haben wir eine neue Munitionsart bekommen, nämlich die 405er Munition. Mit dieser schönen Munition darf man das Bunting schießen, das Bison, den Schwarzbären, den Braunbären, verwilderte Schweine, Grizzlybären, Elche, Eisbären, Rothirsche, Rocky Mountain Wapitis, Roosevelt Wapitis, Samba-Hirsche, Wasserbüffel und Wildschweine. Jetzt haben wir gehört, welche Tiere man damit schießen darf. Bevor wir uns jetzt die Textur im Genaueren angucken und das Modell, muss ich noch sagen, man kann leider keinen Score drauf tun. Vielleicht wird das im späteren Verlauf der Waffe noch nachgereicht. Ja, wenn wir uns jetzt aber das Modell angucken, sehen wir sehr schön, dass die Texturen nicht so toll sind, aber dass das Modell wirklich sehr hochauflösend ist. Also vom Modell her kann man Pluspunkte geben, von der Textur her jetzt nicht so sehr. Also da gibt es Waffen wie die 7mm Bogotá, die wirklich viel, viel schöner sind. Ja, jetzt auf dem Schießstand sehen wir oder hören wir den Sound der Waffe und auch die Nachladeanimation. Zur Nachladeanimation muss man sagen, es gibt keine dynamische. Und zum Sound muss man sagen, dass ich ihn persönlich nicht wuchtig genug finde. Also der hört sich ziemlich ähnlich an wie der Sound von der 10GA Schrotflinte. Sind ja beides, also das eine ist ja eine Lever Action Shotgun und das hier ist eine Lever Action Rifle. So müsste es, glaube ich, sein. Und der Sound ist wirklich fast identisch, bloß dass der hier von der 405er viel, viel lauter ist. Ich hätte mir noch ein bisschen lauter gewünscht, aber das ist ja im Ermessen der Entwickler. Ja, kommen wir jetzt dazu, wer sollte sich diese schöne Waffe kaufen? Natürlich ist es die Frage, was man dann natürlich schon für Waffen hat. Ich habe natürlich alle und habe sie mir jetzt einfach geholt zum Review natürlich. Aber der gewiefte Jäger, der vielleicht noch nicht die 4570 hat, könnte sich überlegen, vielleicht hole ich mir dann doch lieber die 405er. Weil die hat eine höhere Durchschlagskraft und ja, macht vielleicht mehr Spaß. Im Grunde ist sie aber eigentlich nur meiner Meinung nach auf Close Quarter wirklich gut zu gebrauchen, da man hier wirklich keinen Scope draufpacken kann. Vielleicht wird es noch nachgeliefert, aber momentan noch nicht. Das werden wir jetzt auch gleich noch in einem kleinen Gameplay-Video sehen. Also ich gehe jetzt auch nochmal auf Pickabin Bay und da sehen wir jetzt auch gleich, dass die Waffe wirklich auf Close Quarter sehr gut ist, aber auf weitere Distanzen dadurch, dass man nur über Kimme und Korn zielen kann, nicht so gut ist. Meiner Meinung nach. Natürlich, es gibt Leute, die schießen dann trotzdem mit der Waffe auf 200 Meter ein Tier weg. Das ist natürlich klar, aber das bin ich nicht. Und das ist auch nicht ein Einsteiger. Deswegen ist diese Waffe nicht grundsätzlich für Einsteiger, also nicht für Neulinge. Man sollte sich jetzt die Waffe nicht holen, wenn man gerade mit dem Spiel anfängt. Aber wenn man schon ein bisschen weiter ist und vielleicht eine große Wumme haben möchte, dann ist das doch eine Waffe, die man sich vielleicht anschaffen kann. Ja, mich würde freuen, wenn ihr jetzt in die Kommentare schreiben würdet, ob ihr die Waffe schon habt. Ja, ansonsten, ich habe sie ja schon. Ich werde sie jetzt ein bisschen testen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und kommt vielleicht mal auf unserem Teamspeak vorbei. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja, wie schon gesagt. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.